Hallo Leute, ich bin schwach, richtig schwach, aber ich habe Geld, jede Menge Geld. Und wer richtig schwach ist, aber jede Menge Geld hat, kann damit jede Menge kompensieren. Und das machen wir heute. Wir werden uns ein bisschen aufpusten. Und ich würde sagen, wir sammeln erstmal ein bisschen Geld zusammen. Der da ist dafür gut geeignet. Den bringen wir jetzt zu unserem beliebten Was kann Freund, ich für euch tun? dem Kriecher in Caldera. Der nimmt den nämlich zum Vollpreis. Der mag so Helme Macht richtig. keinen Ärger, Ich sonst bin muss ich euch interessiert. meine Redet nur. Mitteilung bringen. Soll ich euch denn alle umbamsen, bis ihr endlich kapiert, dass ich nicht angesprochen werden möchte? Zumindest nicht, wenn ich es nicht will. Ergibt ja auch Sinn. Wir werden zum Kriecher in Caldera gehen. Wir sind schon in Caldera und sehen in diesem wundervollen Nachthimmel. Ich liebe ihn einfach. Und werden uns dort erstmal richtig aufpusten. Quatsch. Ich drehe mich im Kreis. Ich werde es einfach machen und ihr werdet sehen, was ich mache. Also, Haus Gorak. Da sind diese Orks. Hey! Ich habe das Gefühl, der Typ ist ein Freund von Kaios. Ich weiß nicht warum. Und es liegt nicht daran, dass Kaios grün ist. Wenn Kaios bei euch grün ist, hat YouTube mal wieder irgendwas vermasselt. Ja, 5000 Gold, das ist jede Menge. Ich könnte viel mehr Geld jetzt zusammenkratzen, aber das wäre dann doch etwas übertrieben. Jetzt reisen wir nach Balmora zurück. Balmora liegt nicht in dieser Richtung, aber immerhin liegt die Magiergilde dort. Was wünscht ihr? Ein Teleport nach Balmora. Das kommt Ja. Reisen Balmora. Und werden uns dort bei den Lehrern etwas Ich aufpusten. grüße dich. Willkommen. Ja. Dazu werde ich jetzt erstmal meine Alchemie ein bisschen hochtrainieren. Ergibt für euch vielleicht im ersten Augenblick nicht wirklich viel Sinn. Ich meine, Alchemie ist ja keine meiner Hauptfähigkeiten. Aber ihr werdet gleich sehen, wofür das ist. So. Das reicht jetzt Ich wirklich. grüße euch. Und was bringst du mir bei? Zerstörung. Ich stehe jetzt zwischen einem Scheideweg. Ich kann entweder Zerstörung lernen oder ich kann mich eher auf den Nahkampf konzentrieren. Oder ich könnte meinen Bogenskill verbessern. Ich denke, Möge ihr Zerstörung das finden, was ihr sucht. ist fürs Erste ganz gut. Bis wohin mache ich? Bis 55. Das ist nicht übertrieben, aber auch nicht zu wenig. 53. Ich muss hier ein bisschen darauf achten, dass ich es nicht übertreibe. Denn sonst wird alles zu einfach und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. So, Zerstörung. Wiederherstellung. Noch 2 Punkte, damit ich eine gerade Zahl habe. Ach so. Du bist ja. Habt keine Angst. Ich werde euch so gut ich kann. Ich glaube, dass sie uns das nicht beibringen kann. Wie Wer hat kann euch uns der hier Kaiser Wiederherstellung gewählt? beibringen? Du hattest, glaube ich, nur. Genau. Du hast auch keine Wiederherstellung. Eine unerwartete, aber nicht unangenehme Überraschung. Galbedi hat, glaube ich, gar nichts zum Beibringen. Ach, du hast Zauber. Ja, wir können uns jetzt auch von ihr Zauber holen und Ausbildung, weil wir einen gewissen Rang erreicht haben. Und ich glaube, nee, ich brauche mein Geld jetzt im Moment für die Ausbildung. Hier hat gerade keiner Wiederherstellung. Auch kein Problem. Ich denke, im Tempel werden die Priester sein und die können definitiv Wiederherstellung. Es ist ein schöner sonniger Tag des dritten Tages des Monats Herzfeuer. Wir sind seit 19 Tagen übrigens auf Vardenfell, haben uns hier schon relativ gut eingelebt. Ich habe dazu einen Kommentar bekommen. Das war die Stelle, an der ich gesagt hatte, die Zeichen hier drauf ergeben alle Sinn, Daedrisches Alphabet und so weiter. Und jemand hat behauptet, dort stünde, was auch stimmt, AVS und das ergibt ja keinen Sinn. Doch gibt es, denn die Gottheiten des Tempels, das ist kein Spoiler, könnte ich jederzeit nachfragen, heißen Almalexia, Vivek und Sotasil. AVS als Abkürzung für diese drei Göttlichen. Wir haben darüber sogar schon gelesen, glaube ich. Ja, du kannst mir nichts beibringen, so ist das also. Und du? Auch nicht gut. Was sage ich denn gut? Das ist überhaupt nicht gut.
Wir suchen einen Wiederherstellungstrainer. Also nicht Trainer, Ausbilder, so. Thyamailin? Kann sein. Es gibt ja Ausbilder der Klingen. Die Klingen, Caius Cossades hat uns ja davon berichtet, dass in den Reihen der Klingen einige Ausbilder sind, einige Mitglieder auf Wadenfell, die uns was beibringen können. Und einer davon heißt Thyamailin, glaube ich, und befindet sich irgendwo hier. 9C war der, der mit den Diebeskünsten kam. Der ist auch bei den Klingen, glaube ich jetzt zumindest gerade. Hab die nie so wirklich gebraucht, aber jetzt gerade wüsste ich schon gern, wo sie sind. Hier Rinde, was aus. Da, Thyamailin. Das kann ja nicht wer sein. Das ist das Haus von Dura Grabol. Woher ich das weiß, sag ich euch nicht. Das ist ein Geheimnis. Betriebsgeheimnis. Kann es sein, dass... Das ist Balin oder so. Vorahelas, verdammt. Balin und Marvel wohnt woanders. Thyamailin. So. Mein guter Freund. Du kannst ausbilden. Wenn ich kein Skooma dabei habe. Wenn ich das dabei habe, bist du zu verwirrt und vergisst das Ganze, was du weißt. Und was kannst du mir ausbilden? Wiederherstellung. Haben wir es doch. 50. So. Wie gesagt, ich werde jetzt ausbilden, bis mein Geld weg ist. Das wird schnell passieren. Damit wir mit den uns gestellten Herausforderungen auch relativ gut klarkommen können. Wie ihr seht, kann ich hier... Schon 7? Habe ich gar nicht registriert. Wie ihr seht, kann ich hier 3 Punkte auf Intelligenz setzen. Das liegt daran, dass ich vorher Alchemie geskillt hatte. Alchemie hat halt als Attribut Intelligenz. An sowas sollte man denken, wenn man sich Dinge beibringen lässt. Konstitution wäre mir eigentlich ziemlich wichtig jetzt, weil das mehr Leben bringt dann beim Level Up, aber... Die Multiplikatoren hier sind einfach zu hoch. Es lohnt sich mehr. So. Habe ich dann alles okay? Ich würde sagen, die restlichen paar jämmerlichen Draken, die ich noch habe, werde ich jetzt in der Kämpfergilde versaufen. Investieren, meine ich. In Langwaffe. Aber ich glaube, dass die Klingen dafür auch einen Ausbilder haben. Und zwar direkt hier oben. Riedlin. Ihr seid sehr viel gebildeter als die anderen Reisenden. Das gefällt mir. Zu ihrem Namen. Das ist eine Rotwardonin. Die Namen der Rotwardonen werden normalerweise englisch ausgesprochen, also Riedlin oder so. Ist ja auch nicht wichtig. Langwaffe, das ist gut. Du hast gute Preise. Und gute Besserung. War das jetzt Schleichwerbung? Ich glaube nicht. Es war eher so eine Art Parodie. So. 30, so komme ich nämlich mit meinen beiden Zaubern auf 50, das ist schön. Und Blocken will auch gelernt sein. 25 würde ich sagen und dann höre ich auf. So, ist auch direkt am Level Up. Okay, das war unsere kleine Trainingssession, sage ich jetzt mal. Wir dürfen in diesem Bett schlafen, weil sie halt unserer Gilde angehört. Das war jetzt eigentlich ganz dumm, aber ich kann den Punkt in Konstitution benutzen. Hi. Danke für deine Ausbildung. Okay, wir sollten jetzt wenigstens ein bisschen besser gerüstet sein gegen die Gefahren, die auf uns lauern. Und wir werden uns nach Satret Mora begeben und dort werden wir eine Aufgabe erfüllen. Nicht nach Satret Mora, sondern nach Telvos. Wir müssen nämlich immer noch für Meister Arion im Telvanni-Haus, im telvannischen Fürstenhaus, meine ich, die... Wo wollt ihr hin? Was müssen wir für ihn tun? Wir müssen heute sammeln. Genau. Wie komme ich nach Satret Mora? Wie weg? Boot. Mal sehen, ob das Geld reicht. Wo wollt ihr hin? Nach Telvos. Nicht Satret Mora, ich sag dauernd Satret Mora,
weil das die erste Stadt ist, an die ich bei den Tervani denken muss. Und wartet mal kurz, ich gucke gerade nach, ob ich überhaupt aufnehme.